Leute, jetzt gibt es 6 Orte mit dem extremsten Klima. Leute, das Video ist von Braintime. Schaut gerne vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da und go! Hallo zusammen, Hi. Wie ist das Wetter bei euch gerade? Wir hoffen... Zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video hier aufnehme, ist es extremst heiß und es ist unfassbar trocken. Überall in Deutschland trocknen irgendwie so ein bisschen die Flüsse aus. Aber egal, Video. Dass es sonnig ist. Es gibt aber Tage, an denen es nieselt oder sogar schneit, was sich für gemütliche Spaziergänge allerdings auch gut eignet. Zumindest werdet ihr das denken, nachdem ihr unser heutiges Video angeschaut habt. Denn heute begeben wir uns an Orte, wo das Klima völlig verrückt spielt. Ob Hitze, Kälte oder Niederschläge, an diesen Orten erreichen sie einfach unglaubliche Werte. Regenschirme und Schals könnt ihr zu Hause lassen. Sie werden euch eh nicht helfen. Lasst uns einfach davon ausgehen, dass die Natur kein schlechtes Wetter hat. Los geht's. Naja, wenn's... Ey, hier gab's auch letztens wieder so ein richtig krasses Gewitter. Das hat richtig geschallert. Atemberaubende Orte. Auf den ersten Blick sieht der Mount Washington im US-Bundesstaat New Hampshire nicht besonders bemerkenswert aus. Ja, es ist zwar der höchste Gipfel im Nordosten der Vereinigten Staaten, auf der ganzen Welt gibt es aber sicherlich viele solcher Gipfel. Dort oben herrscht jedoch eine so extreme Umgebung, sodass man jede Sekunde mit der Natur zu kämpfen hat. Washington kann zu Recht als einer der windigsten Orte auf der Welt bezeichnet werden. Zwischen November und April herrschen hier bis zu 16 Stunden am Tag Sturmböen. Hinzu kommt eine eisige Kälte, starke Schneefälle und ein dichter Nebel. Aus diesem Grund kann man die Mitarbeiter des örtlichen Observatoriums als echte Helden bezeichnen. Ausgerechnet sie haben diesen Berg weltweit berühmt gemacht. Am 12. April 1934 bemerkte der Forscher Wendell Stephenson, dass der Windmesser eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 105 Miles per Hour anzeigte, obwohl der Sturm allem Anschein nach viel stärker war. Wendell ist klar geworden, dass die sich über Nacht gebildete Eiskruste die Genauigkeit des Windmessers beeinträchtigen könnte. Aus diesem Grund zog er sich an, nahm einen Holzknüppel und beschloss rauszugehen. Als er aber die Tür öffnete, fiel er sofort zu Boden. Wenig später wurde klar, mit welcher Art von Kraft er es zu tun hatte. Das gereinigte Anemometer zeigte Windböen von 231 Meilen pro Stunde an. Selbst der Lamborghini Huracan ist langsamer. Der Geschwindigkeitsrekord wurde fast 62 Jahre lang gehalten, bis er vom Zyklon Olivia gebrochen wurde, der auf Barrow Island 253 Miles per Hour erreichte. Auch in den Städten kann es ziemlich rau werden. Denkt ihr, dass Gebäude eine Barriere für den Wind darstellen? Könnte stimmen, aber nicht in Wellington. Die durchschnittliche jährliche Windgeschwindigkeit in der Hauptstadt Neuseelands beträgt etwa 13,7 Miles per Hour. Wie die da alle stehen. Also ich war mal an der, ich weiß gar nicht, ob es die Nord- oder Ostsee war, und da war auch irgendwie Orkan. Und es ist so heftig, wie krass stark der Wind werden kann. Wenn du dich da nicht entweder festhältst oder so ein bisschen gegen den Wind stellst, Junge, dann bumm. Im November kann der Weg zur Arbeit oder Einkaufszentrum zu einer Challenge werden. Schließlich fegt der Wind in diesen Monaten mit Geschwindigkeiten von bis zu 23 Meilen pro Stunde übers Land. Zum Vergleich, in den USA muss dieser Wert dreimal kleiner sein, damit eine Stadt als windig anerkannt wird. Einheimischen ist es jedoch gelungen, selbst diesen Nachteil in einen Vorteil zu verwandeln. In Wellington wurden 62 Windturbinen installiert, die die Gemeinde mit günstigem Strom versorgen. Darüber hinaus kommen aus der ganzen Welt Surfer hierher, um die großen Wellen zu gießen. Natürlicher Gefrierschrank. Im Prinzip bringt der Winter keine günstigen Lebensbedingungen mit sich. Ein unerwarteter Wintereinbruch kann jedoch zu einer echten Katastrophe werden. So war es auch im Jahr 2012, als auf die Schweiz plötzlich sehr extreme Wetterbedingungen zukamen. Ihr habt doch bestimmt auch gedacht, dass diese Fotos irgendwo am Nordpol gemacht wurden, nicht wahr? Dabei machte man diese Aufnahmen am Genfer. Das ist krass. Also das sieht aus wie aus irgendeinem Kinofilm. Weißt du, hier so Day After Tomorrow Style. Aber das ist ja verrückt. Guck, auch hier der ganze Boden. Aber das finde ich krass, weil es sieht so aus, als wenn es da so runterträufelt und dabei gefriert das. See. Aufgrund starker Windböen prallten auf die Strandpromenade große Wellen, die sich wegen starker Kälte sofort zu Eis verwandelten. Die in der Nähe befindlichen Bäume, Bänke und geparkten Autos sahen so aus, als hätten sie die Kraft von Sub-Zero zu spüren bekommen. Die extreme Rekordkälte war für die Schweizer sicherlich ein Schock. Es gibt jedoch einen Ort auf der Erde, an dem solche Probleme nur herablassend belächelt werden. Wir sprechen von Oymyakon, einem sibirischen Dorf, das sich näher am Polarkreis als an der nächstgelegenen Stadt befindet. Aus diesem Grund herrscht hier auch ein angemessenes Klima. Auf dem Hauptplatz steht ein Denkmal, das an den Tag erinnert, an dem die Temperatur auf den Rekordwert von 71,2 Grad Celsius unter Null fiel. Der offiziell registrierte Rekord liegt bei minus 67,7 Grad Celsius. Das macht unserer Meinung nach aber nicht viel aus. Und ja, Oymyakon ist dazu auch
noch der kälteste dauerhaft bewohnte Ort auf der Welt. Die Menschen leben hier in einer Art eisigen Hölle, wo man mit Früchten Nägel einschlagen kann. Das Leben ist hier natürlich ganz anders, als wir es gewohnt sind. Der gefrorene Boden bringt fast keine Feldfrüchte hervor, sodass die Ernährung hauptsächlich aus Fleisch und Fisch besteht. Die meisten Fahrzeuge werden hier 24 Stunden am Tag laufen gelassen, da der Motor sonst nicht mehr anspringen wird. Da die Schulen erst bei minus 55 schließen, wird der Schulweg fast täglich zur Qual. Die Wimpern verkleben sofort und atmen kann man nur durch einen Schal. Übrigens lädt Oymyakon jedes Jahr im März zum Festival ein, wo man Hundeschlitten fahren und Eisfischen kann. Na, gibt es furchtlose Touristen unter uns? Stadt der Finsternis. Bei trübem Wetter ist man nicht besonders gut gelaunt. Der Mangel an Sonne beeinträchtigt spürbar unser Wohlbefinden. Stellt euch nun vor, dass es auf der Welt einen Ort gibt, an dem es nur wenige sonnige Tage gibt. Die Stadt scheint sich immer in einer Halbdämmerung zu befinden. Um die wahre Bedeutung des Wortes Melancholie zu erfahren, sollte man die Färöer-Inseln besuchen. Genauer gesagt die Hauptstadt und das größte Bevölkerungszentrum dieser autonomen Region, die Stadt Tórshavn. Bezeichnet wurde diese Stadt nach dem berühmten Donnergott aus der skandinavischen Mythologie. Der Name Tórshavn stammt von einem alten skandinavischen Wort, das übersetzt Tórshavn bedeutet. Offenbar kontrolliert der Typ mit dem Hammer auch die Wolken, denn diese Stadt ist das wolkenreichste bewohnte Gebiet der Welt. Stellt euch nur Folgendes vor. In einem Jahr gibt es insgesamt 8760 Stunden und nur während der 841 Stunde wird es hier sonnig. Durchschnittlich sind es nur 2,4 sonnige Stunden pro Tag, zweimal weniger als im bewölkten Moskau. Gut, also ich dachte, das wäre jetzt irgendwie eine Stadt, wo die... Gibt es nicht auch irgendwelche Städte oder Nordpol, hab ich in der Schule geschlafen, als das Thema dran war, wo es irgendwie ein paar Monate lang nicht hell bzw. dunkel wird? Wisst ihr, was ich meine? Im Jahr 2019 lebten in dieser finsteren Stadt 19.165 Menschen. Denkt ihr, dass sie alle an Depressionen und hohem Stress leiden? Überraschenderweise sieht man es ihnen überhaupt nicht an. Die Einheimischen lieben es, Fußball und Handball zu spielen und veranstalten jedes Jahr ein großes, beliebtes Jazzfestival. Offenbar hilft Sport und Musik, sich selbst unter derartigen Bedingungen wohlzufühlen. Höllische Wärme. Wir alle lassen uns in Winter- und Sommerliebhaber einteilen, schließlich bevorzugen einige Menschen die Kühle, während es andere lieber warm haben. Aber selbst die eingefleischtesten Hitzefans werden uns sicherlich zustimmen, dass es über 30 Grad Celsius schon etwas zu heiß ist. Bin ich kein Fan von. Das fährt auch nicht. Wenn es aber um die 50 Grad Celsius wird, kann die Lage schon recht katastrophal werden. So wie es im Jahr 2013 in Australien gewesen ist. Die Hitze war so stark, dass auf den Straßen der Asphalt schmolz, ganz zu schweigen von Badelatschen. Bei einer Lufttemperatur von 48 Grad schmolz in North Queensland der Highway, wodurch etwa 50 Autos zum Opfer fielen und bei einem LKW alle 34 Räder beschädigt wurden. Es scheint, dass sich bei solch einem Wetter niemand aus dem Haus... Ich war mal in Palm Springs und da waren es auch, glaube ich, über 40 Grad. Und das ist so krass, ihr könnt euch das kaum vorstellen. Es brennt, die Sonne brennt auf der Haut. Das ist so unangenehm. Austrauen wird. Das ist aber nicht der Fall. Allein in Kalifornien nahm die Zahl der Touristen mehrfach zu. Im September letzten Jahres sind es besonders viele gewesen. Die schwitzenden Extremtouristen übernachteten in ihren Autos neben dem im Death Valley aufgestellten Thermometer. Alles nur, um ein Erinnerungsfoto mit einer unglaublichen Zahl zu machen. Der Park verzeichnete eine Temperatur von 54,4 Grad Celsius, was nur geringfügig unter dem absoluten Rekord von 1913 liegt, der genau an diesem Ort aufgezeichnet wurde. Nach Angaben örtlicher Behörden suchten die sogenannten Hitzetouristen einfach nach lustigen Abenteuern. Man kann im Sand von Death Valley zwar kein Ei braten, dafür kann man sich selbst durchaus auf die Probe stellen. Schneemärchen. Abnormale Hitze, Kälte und Wind haben wir bereits abgehakt. Es gibt jedoch eine weitere Komponente extremer Klimabedingungen. Um sie in ganzer Pracht erleben zu können, sollten wir uns in die Region Paradise begeben, die sich auf einer Höhe von etwa 1600 Metern am Südhang des Mount Rainier im Mount Rainier Nationalpark in Washington befindet. Die Region besteht aus dem Paradiestal und dem gleichnamigen Gletscher, der die Quelle für den gleichnamigen Fluss bildet. Das Ganze sieht wirklich wie ein paradiesischer Ort aus. Wo ist denn hier der Haken? Der Haken ist, dass man sich hier im Winter nicht überall fortbewegen kann. Das liegt daran, dass Paradise laut dem US National Park Service der schneereichste Ort auf der Erde ist. So fielen hier im Winter 1971 bis 1972 1122 Zoll oder 28,5 Meter Schnee, was der absolute Weltrekord ist und der Höhe eines neunstöckigen Gebäudes entspricht. Selbst die niedrigste jährliche Niederschlagsmenge an Schnee liegt in Paradise bei 675 Zentimeter. Der größte Schneehaufen wurde hier im März 1956 gemessen und war ganze
9,3 Meter hoch. Habt ihr jemals in eurem Leben solch große Schneehaufen gesehen? Ja. Kein Wunder, dass die US-Armee während des Zweiten Weltkriegs dieses Gebiet nutzte, um Soldaten unter winterlichen Bergbedingungen zu trainieren. Man könnte denken, dass Menschen hier nur seltene Gäste sind, aber nein, das ist der beliebteste Ort im ganzen Park. Hier gibt es ein Hotel, ein Skilift und sogar einen Golfplatz, wobei die Straße zum Paradies selbst im Winter geöffnet hat. Totale Dürre. Wann hat es bei euch das letzte Mal geregnet? Vielleicht gestern? Nacht, okay, höchstens vor 6 Monaten. Dabei gibt es auf der Welt Menschen, die überhaupt nicht wissen, was Regen ist. Wie zum Beispiel in der chilenischen Stadt Arica in der Nähe der Atacama-Wüste, die als trockenster Ort der Erde gilt. Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge beträgt hier etwa 0,2 cm pro Jahr. Zum Vergleich, in der US-amerikanischen Stadt Tucson, die sich ebenfalls in der Wüste befindet, liegt dieser Wert bei 28 cm. Was 140 Mal mehr ist. Arica hält auch den Rekord für die längste Trockenzeit in der Geschichte. In den frühen 1900er Jahren fiel auf diese Stadt kein einziger Tropfen Regen und das 173 Monate lang, also über 14 Jahre. Stellt euch nur vor, wie sehnsüchtig man hier auf einen erfrischenden Regenschauer wartete. Anscheinend wurden die Gebete der Einheimischen erhört. Im März 2015 wurde das Gebiet von schweren Regenfällen getroffen, die sich anscheinend im Laufe der Jahre angesammelt haben. 96 Hundertstel eines Zentimeters Regen fielen auf das ausgetrocknete Wüstenland, das darauf überhaupt nicht vorbereitet war. Das Wasser floss einfach über den ausgetrockneten, harten Boden, was letztendlich zu verheerenden Überschwemmungen führte. Das ist echt gefährlich, so ein ausgetrockneter Boden und dann viel Regen, nicht gut.